Ich mache jetzt mal schnell ein Video über meine Gedanken wegen morgen, wegen der Demo in Berlin. Und ich denke mal, mir mal hier einige hilfreiche Tipps an euch weiterzuleiten, die sicherlich brauchbar sein werden. Man erzählt, man hätte alles für alles vorgesorgt, fürs Essen, zum Schlafen, zum Scheißen. Aber wenn so viele Leute nach Berlin kommen und draußen sind, sicherlich wird es auch Engpässe geben. Und es ist sehr fraglich, ob auch alles stimmt, was bis jetzt veröffentlicht wurde. Daher habe ich mir gedacht, es wäre klug, Ratschläge zu geben, damit man sich selber für sich vorsorgt. Gegendemonstrationen wurden erlaubt. Und sicherlich wird es nicht glimpflich davonlaufen. Morgen wird bestimmt Geschichte geschrieben. Und jeder, der dahin geht, muss auch sich im Klaren sein, dass er sich Ärger einhandeln wird. Ich denke mal, es wäre ratsam, wenn man von außerhalb dahin geht, nach Berlin. Man hat im Rucksack vielleicht eine Karte von der Stadt und eine Deutschlandkarte mit Kompass. Man weiß ja nie, ob man vielleicht nicht flüchten muss. Und da ist es auch gut, wenn man weiß, wo lang man flüchten kann. Auch sollte man bei sich zum Beispiel einen Rucksack haben, einen kleinen, mit einer 2 Liter Wasserflasche. Ich glaube kaum, dass auch für Getränke gesorgt wird. Es kann aber auch sein, dass vielleicht die Gegendemonstranten die Versorgung kappen. Da kann man sehr leicht ohne Wasser bleiben. Und dann natürlich ist man durstig. Wenn man dort übernachten muss oder auch vielleicht dazu kommt, nicht aus der Stadt kommen zu können, ist es gut, wenn man vielleicht eine Jacke bei sich hat. Denn nachts ist es kälter als am Tage. Auch sollte man sich auf jeden Fall irgendwas Unauffälliges anziehen. Also eine Farbe, die nicht so sehr auffällt im Gelände, in der Stadt. Vielleicht was Graues, vielleicht was Grünes. Sicherlich nicht irgendwie Tarnfarbe. Da kann man vielleicht Ärger bekommen. Auf jeden Fall sollten es keine grellen Farben sein. Wir haben jetzt gestern einen Film gedreht, vom Flugzeug aus. Da sieht man ganz genau, wie sehr grelle Farben oder Farben, die nicht ins Gelände passen, auffällig sind. Von einem Polizeihubschrauber kann man natürlich viel besser Leute sehen, die grell gekleidet sind. Auch sollte man sicher eine Waffe mit sich herumführen, die erlaubt ist, vielleicht ein Taschenmesser oder was ähnliches. Man weiß ja nie, in was man vielleicht für eine Gedängerei reinkommt oder vielleicht eine Schlägerei. Und es ist besser, man erwehrt sich seines Lebens mit einem Messer als mit bloßen Händen. Eine Taschenlampe ist sicher auch ratsam. Und wenn es so ein Chaos kommen sollte, ist ein kleines Brecheisen, weil ich es in den Rucksack reinpasst, auch ziemlich nützlich. Man kann vielleicht irgendwo eine Tür aufbekommen, um sich dort zu verstecken, wenn draußen die Hölle los ist auf der Straße. Sich vielleicht irgendwo in einen Schrebergarten verkriechen. Man weiß nie, zu was das alles kommen wird morgen in Berlin. Auch habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ratsam, wenn es zu einem Chaos kommen sollte, dass man gleich sein Handy los wird. Man kann zum Beispiel in der Post sich einen Briefumschlag kaufen, in einen festeren mit Schaumgummi sein Handy reintun und dann auch gleich frankieren, aber nicht losschicken. Natürlich soll der Umschlag dann auch offen sein, je nachdem, wenn es zu was kommen soll, wenn es zu was kommt, kann man in den Briefumschlag sein Handy reintun und dann in den Briefkasten einschmeißen, damit er dann nach Hause geschickt wird. Was noch?
Ach ja, bevor man dann auch den Handy nach Hause schickt, muss man sich auch die wichtigsten Nummern auf dem Zettel aufschreiben. Natürlich auch sehr wichtig. Wenn man dann vielleicht gezwungen wird, nach Hause zu flüchten, sollte man dann auch Wege wählen, wo man parallel entlang laufen kann, damit man dann aus sicherer Entfernung sieht, ob da nicht irgendwo auf den Straßen Checkpoints sind oder irgendwie Barrikaden. Da kann man auch Ärger ausweichen. Was ich auch den Leuten vorschlage, ist, sich nicht zu besaufen. Sich nicht zu besaufen und sich auch nicht zuzukiffen. Denn besoffen und zugekifft erkennt man den Ernst der Lage nicht. Man kann auch schlecht richtig beurteilen, was man machen sollte. Und gerade morgen ist so ein Tag, wo man den kleinen Kopf behalten sollte. Bestimmt ist es auch nicht ratsam, dass man mit Kindern dahin geht. Nicht mit Invaliden, nicht mit Alten. Natürlich nicht mit hilflosen Menschen, weil oft kann man schlecht sein eigenes Leben erwehren, geschweige denn von dem, der mit dir ist. Man weiß ja nicht, was morgen alles los sein wird. Bestimmt wird es außer den Gegendemonstrationen auch Provokateure geben, Saboteure. Und da kann es leicht zu Rängeleien kommen oder zu einem was viel Schlimmeren. Auch ist es nicht ratsam, sich zu dichten Massen anzuschließen, wenn man dann in der Herde ist und man kann nicht mehr heraus. Wenn man schon da ist, sollte man auch nicht fremden Leuten trauen. Ich bin mir sicher, wenn so eine riesige Menschenmenge da ist, dann ist es ein Schraffenland für Taschendiebe, für Betrüger und für ähnliche Strauchdiebe. Auch wird man sicherlich versuchen, ich meine jetzt an die Polizei und auch die an die Linken, dass man die Demonstranten irgendwie fehlleitet und irgendwie in Sackgassen laufen lässt. Sollte man auch ziemlich aufpassen. Ich glaube, es wäre nun das Erste. Auf jeden Fall sollte man aufpassen und weitblickend überlegen, nicht irgendwie zu eingeschränkt, damit man nicht irgendwie zu spät merkt, dass man nicht mehr irgendwie aus der Falle rauskommt oder nicht mehr aus der Sackgasse. Ich wünsche allen viel Spaß morgen und hoffe, dass man wirklich Merkel und das ganze Regime stürzen kann ohne Gewalt. Hier in Kroatien herrschen Gerüchte, die Merkel hätte die israelische Armee und die Polizei engagiert, morgen auch mitzuhelfen. Also dass Juden jetzt auf Deutsche einschlagen, klingt irgendwie unwahrscheinlich, aber ich hoffe, das stimmt, die Tatsache, es wird entspricht nicht den Tatsachen. Nehmt euch also mehr Sachen mit, als ihr vielleicht auch braucht. Vielleicht könnt ihr jemand anders auch was zu essen geben, was zu trinken. Je nachdem, was für eine Lage man kommt. Man kann ja auch irgendwie irgendwo enden, wo es keine Logistik gibt. Und man ist dann auf sich selbst eingestellt. Oder aber man wird verhaftet und hat ganz dünne Klamotten an. Das ist auch klug, dass man dann irgendwie was Warmes zum Anziehen hat, damit man dann auch nicht friert. Auf jeden Fall hoffe ich, dass morgen genug Leute da sein werden und dass die Demo auch klappt. Hier soll es auch eine Demo geben in Zagreb am 5.9. Aber so wie ich die Leute hier kenne, das wird nichts. Aber morgen, das in Deutschland, könnte entscheidend sein. Und dann ist es dann die Frage, wird das System kippen oder aber das System wird die morgige Demonstration zum Vorwand nehmen, dass dann ein noch schlimmerer Lockdown kommt. Und der wird dann sicher nicht nur bundesweit sein, sondern wohl auch europaweit.
und dann werden wir es auch spüren wie in Kroatien. Also wir werden auch einen Nutzen haben, wenn es morgen klappt, oder auch einen Schaden, wenn es morgen bei euch nicht klappt. Und ich hoffe, viele Kroaten werden mitmachen, die in Deutschland sind, und die sind sich der Lage bewusst, dass wir alle in der gleichen Scheiße stecken.